Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch, ihr Lieben. Ja, da bin ich mal wieder. Das Jahr 2017 ist vorbei und ich hoffe, dass ihr alle gut ins Jahr 2018 gekommen seid. Und ich wünsche euch natürlich für dieses Jahr ganz viel Gesundheit, Glück und Erfolg und dass vor allem alle eure guten Vorsätze, dass ihr die auch schafft, in die Tat umzusetzen. Ich habe mir natürlich auch das eine oder andere vorgenommen. Die meisten Sachen sind wirklich nur Sachen, die man halt ungern macht. Arzttermine. Ich sollte vielleicht endlich mal was für meine Rentenversicherung tun und so weiter. Ihr wisst Bescheid. So Erwachsenenkram, der nervt halt eben. Ja, und ich hoffe aber, wie gesagt, dass ihr euch gute Sachen vorgenommen habt und dass ihr die auch alle in die Tat umsetzt. Und vielleicht könnt ihr ja noch eine Sache mehr auf eure To-Do-Liste setzen, denn was ich euch ja noch gar nicht erzählt habe, vielleicht nur die wenigsten mitbekommen haben, die mich auch auf meinen Social-Media-Seiten verfolgen, ist, dass ich einen zweiten Kanal mittlerweile habe, der den wunderschönen Namen Hungry Sally trägt. Denn dort geht es nicht um Essen und weil es dort nicht um Essen geht und ich auch nichts kriege, werde ich dort immer hungrig sein. Deswegen habe ich den Kanal so genannt. Ich fand es ganz passend. Ich werde den auf jeden Fall euch hier oben verlinken. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr den gerne abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen, wenn ihr mich im nächsten Jahr, also in diesem neuen Jahr, auch dort begleiten möchtet. Dort mache ich alles Mögliche, also von Produkttests über ein bisschen Fashion-Scheiße, also wisst ihr ja, Fashion-Scheiße hört sich auch gut an, also ein bisschen Fashion-Schnulli so. Zum Beispiel habe ich auch gerade hier in diesem wunderbaren Outfit ein Video gedreht, habe mein Make-up, meine Haare, habe alles gezeigt. Das ist nämlich mein Silvester-Outfit. Momentan ist nämlich noch 2017, während ich hier gerade stehe. Ich bin ja immer ein bisschen voreilig, was Videos drehen angeht, das wisst ihr ja vielleicht. Ja, solche Sachen werdet ihr dort erleben und erfahren, bestimmt auch mal ein bisschen Real-Talk, ernstere Themen. Also wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaut einfach mal da rein. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ansonsten geht es hier auf EatMe wie gehabt weiter. Ihr bekommt nach wie vor immer noch einmal pro Woche ein Video. Vielleicht schaffe ich es ja sogar zweimal pro Woche auch eins hochzuladen. Jetzt habe ich natürlich noch einen zweiten Kanal und die Belastung wird größer. Aber es macht mir einfach viel zu viel Spaß. Ja, und ich hoffe natürlich, dass ihr mir treu bleibt und mir weiterhin wunderbares Feedback gibt und Likes und so weiter und so fort. Und natürlich meine Abonnentenzahl noch weiter ansteigt. Es sollte ja nicht mehr lange hin sein, dann haben wir bald die 2000 geknackt. Dann gibt es natürlich auch wieder ein Gewinnspiel. Also fleißig in die Tasten hauen und den Abo-Button klicken. Dann geht das nämlich ganz schnell und dann denke ich mir natürlich auch wieder was Schönes für euch aus. Ja, und ansonsten bleibt mir jetzt nichts weiter übrig, wie gesagt, als euch alles Gute für dieses Jahr zu wünschen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr mir treu bleibt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!